So, Leute, dann sind wir beim nächsten Booster. Ihr seht es schon oben, wir haben Strixhaven Set Booster. Set Booster sind awesome. Gucken wir uns das Ganze mal an. Ist jetzt auch schon einige Zeit her, fast ein Jahr, oder? Ist es schon ein Jahr her? Ich weiß es nicht. Fühlt sich so an. Schon gespoilert, dass wir keine Listen gerade haben. Ich vergesse es immer wieder. Immer wieder. Wir haben eine Artkarte, okay? Ein Gebirge, ein wunderschönes Gebirge. Zur Erinnerung reduzieren. Das heißt, wir haben hier eine Lektion hier oben, dieses Symbol zeigt uns das. Drei Mana Exerei, wir schicken eine bleibende Karte, die kein Land ist, ein Exil. Für drei Mana echt gut. Und der Beherrscher kriegt einen 3-2 weißen Geist. Weniger gut. Aha-Erlebnis. Was? Ach, ein Aha-Erlebnis. Wow. Ja, ich erinnere mich, die Karte hat mich jedes Mal gecatcht. Vier Mana Spontanzauber, wir ziehen zwei Karten und können dann Länderkarte auf unsere Hand ins Spiel bringen. Strudelläuferin. 3 Mana, 2, 3. Solange man 8 oder mehr Länder hat, kriegt die plus 1 zu 0 und kann nicht geblockt werden. Mhm. Land. Land. Removal. Bogengang Element. Kommt getappt ins Spiel und wenn es ins Spiel kommt, opfern wir es. Zahlen wir zahlen 1 Mana. Und wir können Mana bezahlen, beliebiger Farbe. Okay. Exkursion. 3 Mana. Durchsuchen wir unser Deck nach Spontan. Nein. Wald, Standardlandkarte. Mein Gott, wie komme ich auf Spontanzauberkarte? Und wir lernen eine Lektion. Okay. Erfahrener Wahrsager. 2 Mana 1, 3, 2 Mana tappen, ziehe eine Karte, wirf eine Karte ab. Ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, ich habe neulich einen Booster nochmal von mir angeguckt, ein Opening von mir angeguckt, von Strixhaven als Vorbereitung. Und gefühlt sind das dieselben Karten gewesen. What the fuck? Quandalin Schwurmagierin, jawohl. 3 Mana 2, 2. Magecraft. Wir kriegen eine plus 1 zu 1 Marke, wenn wir mir eine extra Reihe oder 2 Mana spielen oder kopieren. Die ist neu. Ausdrucksvolle Iteration. 2 Mana extra Reihe. Wir schauen uns die obersten 3 Karten unserer Bibliothek an. Wir nehmen eine davon auf die Hand und legen davon eine unter die Bibliothek. Und eine davon geht ins Exil. Wir können die exilgeschickte Karte in diesem Zug spielen. Okay. Wow, okay. Ökologische Wertschätzung. Ein grünes, zwei farblose und X. Wir durchsuchen unsere Bibliothek und an unserem Friedhof nach 4 bis zu 4 Kreaturenkarten mit unterschiedlichen Namen und Mana-Betrag von jeweils X oder weniger. Zeigen sie offen vor. Der Gegner bestimmt 2 Karten davon, mischt die bestimmten Karten ins Deck und den Rest bringen wir ins Spiel. Schicke die ins Exil. Im Commander ganz nett, aber sonst eher weniger geeignet. Und wir haben Revitalisieren. 2 Mana, wir kriegen 3 Lebenspunkte und ziehen eine Karte. Ich mag das Artwork total hier mit den Sachen hier. Das ist hübsch. Und Anrufung der Leyline. Was? Ich will auch mehr Leylines haben. Leylines. Preprinted Leylines. 6 Mana Hexerei. Wir erzeugen einen grün-blauen Fraktalwesen-Spielstein. Legen dann X plus 1 plus 1 Mark drauf. Wobei X die Anzahl an Länder ist, die wir kontrollieren. Sehr geil hier unten mit dem Symbol. Das ist halt das Quandrix-Symbol. Und das haben sie bei diesem Set, ich erinnere mich, richtig cool gemacht. Richtig, richtig cool. Gut. Soviel zu Strixhaven, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ablexit. Ciao, ciao.